Liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder geht ein Jahr zu Ende. Weihnachten steht vor der Tür, ein neues Jahr klopft an. Und besonders in der Weihnachtszeit gilt es natürlich auch, an jene zu denken, denen es nicht so gut geht. Denen es auch dank Merkels Politik eben nicht so gut geht. Das heißt, auch an die zu denken, die in diesen Tagen in Armut leben. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern auch hier, mitten in Europa, in Deutschland. Es gilt, an die Millionen Alten zu denken, die trotz eines arbeitsreichen Lebens ihr Weihnachtsfest in Armut verbringen. Es gilt, an die Millionen Kinder zu denken, die dank Merkels Politik, dank Hartz IV und anderen Segnungen dieser volksfeindlichen Politik in Armut verbringen. Und diejenigen, die diese Politik zu verantworten haben, die die Schuld daran tragen, dass Millionen Deutsche das Weihnachtsfest in Armut verbringen müssen, das sind diejenigen, denen es gut geht. Das sind unsere Entscheidungsträger, die Politiker in den Parlamenten. Merkel hat ihren Rückzug bereits angekündigt, aber die Schäden, die sie und ihre Regierung angerichtet haben, die werden bleiben. Als Stichpunkt sei natürlich einmal wieder die verheerende Flüchtlingspolitik zu nennen. Millionen hat Merkel ins Land geholt, Millionen schleppen wir durch, Milliarden geben wir dafür aus. Und für das eigene Volk, für die eigenen Kinder, für die eigenen Familien und für unsere Alten ist dann kein Geld mehr da. Aber insbesondere die Weihnachtszeit ist eben jene, in der es nicht nur darum geht, zu reden und schlaue Reden zu halten. Sondern Weihnachten ist besonders auch die Zeit, in der es darum geht, zu handeln. Denn es liegt an jedem selbst, ob er seinen Mitmenschen hilft, ob er solidarisch ist und ob er jeden unter die Arme greift, denen es nicht so gut geht. Deswegen hat die NPD zwei Projekte entwickelt, die genau daran anknüpfen. Eines davon heißt Deutsche helfen Deutschen und das andere ist die Schutzzonenkampagne. Beide sind darauf ausgerichtet, den Mitmenschen zu helfen und Solidarität und Gemeinschaft zu üben. Während die Kirchen und andere Politstatisten nur von Hilfe und Solidarität reden, wollen wir als Partei diese Solidarität und Gemeinschaft wirklich leben. Wer Hilfe braucht, der kann zu uns kommen und dem wird dann auch geholfen. Er muss sich aber seinerseits auch in die Gemeinschaft einbringen. Auch bei der Schutzzone geht es darum, Mitmenschen zu helfen. Wer in eine Notsituation gerät, der kann sich an uns wenden und wir unterstützen ihn. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein ereignisreiches Jahr liegt vor uns. In 2019 finden wichtige Wahlen statt und wir bitten um Ihr Vertrauen, damit wir diese Projekte, in denen es um Solidarität und Gemeinschaft geht, ausbauen und etablieren können. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns im nächsten Jahr, damit die NPD Solidarität nicht nur groß schreiben kann, sondern auch leben und praktizieren kann in einer Zeit und in einem Staat, in dem Solidarität zu einer Phrase verkommen ist. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.